Folge Nummer 16 von Avorion. Wir sind in unserer kleinen Drohne ausgestiegen, haben den anderen ja weggeschickt und da können wir nochmal reingucken, wie das hier so aussieht, was der jetzt gerade so macht. Wir haben jetzt hier den Miner. Ne, der ist es nicht. Der ist es. Der hat hier unten auf jeden Fall noch Dingens. Und was wir letztes Mal geschafft haben, das können wir ja mal sehen, ne? Ich habe letztes Mal den hier ja dahin geschickt. Discover ist das und der hatte ganz viele Sprünge hier, habe ich erst im Video nachher gesehen, dass ich das alles voll versaut habe, auf Deutsch gesagt, ne? Hatte einen Sprung, hat er noch. Und, wo ist er jetzt? Immer noch da, ne, oder? 473, 148. Ja, da müssen wir den noch abwarten. Was macht er hier? Warte mal, wir machen das mal so. Da haben wir alle beieinander, ne? So, der hat noch zu tun. Der ist da am Main. Der auch. Der hat noch einen Sprung vor sich. Und der baut auch Asteroiden ab. Hm? Achso, der sprengt ja noch. Okay. Asteroiden abbauen. Asteroiden abbauen. Haben wir drei Miner? Achso, wir hatten ja ein Geschenk gekriegt, die Lady, ne? Oder wer war das? Wir haben ein Geschenk gekriegt, genau. Gut. Ja, weiß jetzt auch nicht, warum der nicht springt, ne? Komm, machen wir das so. Wechseln wir da rein. Dann hat er keinen letzten Sprung mehr. Ist aber auch gut. Und jetzt müsste ich nur mal gerade schaffen, die Karte zu bewegen. Ne? Ja, rechte Maustaste, alles klar. So. Jetzt sehen wir noch ganz viele Glipse hier. Die können ja auch alle abfackeln. Ne? Fackeln ist gut gesagt, ne? Ne, machen wir erst den. Und dann den. So, alle anderen Punkte sind erreicht, sozusagen. Erreicht, genau. Koordinaten in Navigationscomputer eingeben, da springen wir gerade noch hin. Und gehen dann raus aus der Map. Und dreht sich dahin, ja. Und dann springen wir da gerade rüber noch. So, hier ist nichts Besonderes. Okay, das bedeutet einmal in die Karte hier rein. Da ist ein Handelsboss, ein Ressourcendepot, also nichts Wichtiges, können wir so stehen lassen. Das bedeutet jetzt, wir gehen in die Drohne. Da ist er. Gehen auf die Karte, wählen den Discover aus und sagen dem, der soll dahin springen. Für Reichweite mit dem Schiff, ist klar. Da. Achso, wir müssen auch mal eine Taste drücken, denn dann kommen wir auch da weiter. Und dann den Blip haben wir irgendwie nicht markiert oder was. So, da hat er auch eine Aufgabe. Die Lady war noch am. Hat
die gerade ein Signal gegeben, dass sie keinen Dingens hat. Die springt, der springt. Und er hier? Kann ich das noch sehen irgendwo? Nee. Dann hat die Lady gar nichts zum Abbauen, oder wie sehe ich das? Aber das können wir gerade testen, indem wir da einmal draufklicken. Es kommt kein Kommando, also Lady Adventure hat den Befehl abzubauen und sieht so aus, als ob sie es noch macht. So, wenn der soll da so rumfliegen und... Ne, er fliegt schon so rum. Ach so, das ist unsere Drohne, alles klar. Der hat noch zu tun. Er baut Asteroiden ab. Die Lady baut Asteroiden ab. Er baut auch Asteroiden ab und er springt durch die Gegend. Gut, das bedeutet, wir haben das erstmal erledigt. Luxus ist in der Pfeffenfabrik Zulieferer. Ist er da schon hingesprungen gewesen? Wohl ja. Ah, da sieht man jetzt eine Verbindung, die da natürlich jetzt besteht und der nicht da. Alles gut. Was machen wir dann jetzt? Wir müssen auch noch springen. Die sind alle am Springen. Jetzt haben wir gerade nichts zu tun, oder was? Gut. Gehen wir raus zu unserer Drohne. Ja, Drohne kann man nicht umbauen, ist klar. Gehen wir hier drauf. 1500, das ist nicht viel. Eisen haben wir reichlich, ne? Puh. Ne, das lohnt eigentlich nicht, ne? Aber was willst du anderes machen mit der Drohne jetzt? Tja. Edelmetallmine, Kohlemine. Waffenfabrik, Biotop, Ausrüstungsdock. Lass uns da hinspringen. Mit der Drohne, Kandidat. Muss wohl. Also. Der Computer muss das mal berechnen. Fliegen wir gerade zum Ausrüstungsdruck und gucken, ob es da noch was gibt. Kriegen wir schon hin, oder? Also nicht da. Was ist das? Südost? Südost. Dann muss die kleine Drohne dahin. Oh, das dauert ewig wahrscheinlich. Ja, muss ich mal gucken, wie wir das machen, ne? Ich melde mich gleich wieder. Wenn wir da sind, dann cutte ich da was raus. So, da sind wir im neuen Sektor. Was wollten wir jetzt? Achso, wir wollten nur Ausrüstungsdock suchen. Beziehungsweise einfach erstmal auswählen und dann reingucken. Das wäre da oben. Können wir aber erstmal so reingucken, ne, was da so gibt. Doppelmaschinengeschützturm ist gerade Spottpreis. Okay, da gibt es nichts, was. Und doch hier der Eisenbergbauer, der wäre schon interessant noch, wenn. Ach, da ist ein Doppel-Eisenbergbau-Geschützturm. Energie, plus eine Schale am Stein, zwei Bergmänner werden da gebraucht. Der kostet 15. DPS 3, Effizienz 12,2. 15,8, Reichweite 0,57. Das ist gleich, Schadenstyp ist Energie. Könnten den da kaufen, ne? Gucken wir weiter erstmal hier. Fortgeschrittenes Handelssystem, könnte mir warum upgraden, sollten wir vielleicht drüber nachdenken.
verbessertes Handelssystem. Handelsrouten erkennen macht das da auch schon, okay. Ist aber teuer mit 131, ne? Zeigt Handelsrouten im aktuellen Sektor. Das ist auch doof, ne? Das wäre schon schön, wenn sie übergreifend wären. Müssen wir mal gucken, ne? Das ist jetzt Frosch im Hals. Machen wir jetzt, fliegen wir hin, ne? Und wieder 41 Kilometer, das bedeutet, wir sind ewig unterwegs. So, jetzt kommen wir der Sache schon näher. Einen Dockingport auswählen. Der da oben ist der nächste, dann nehmen wir den. Geht das überhaupt mit der Drohne? Weiß ich gar nicht. Ich gehe aber von aus. Traktorstahl hat die sogar auch. Krass. Der Strahl ist größer wie die ganze Drohne, ne? So, dann gucken wir da nochmal rein. Ausrüstung handeln. Oh, Doppelbergbaugeschütztürme ist jetzt im Angebot. Warte mal, der ist 3,9, 15,8. Ja, guck mal, dann ist doch das hier unser Offer, wir jetzt kaufen, oder? Deine Beziehungen müssen mindestens gut sein, um außergewöhnlich. Ja, das hat ja wieder gut geklappt, ne? Das war dann wieder schade für uns. Das heißt, wir brauchen da gar nichts, wir können da gar nichts kaufen. Oder doch, wir können kaufen, aber nur das normale Upgrade dann, ne? Oder? Ja, der hier auch nicht, aber hier den... Ich habe jetzt beinahe gesagt, den Schrott, den können wir kaufen, das geht wohl. Aber die tollen Sachen, die gehen nicht. Okay, dann wissen wir da schon mal Bescheid. Da ist natürlich ein einfacher, wenn wir jetzt noch eine Bergbaugeschichte machen wollten, dann kein Schaden an Schilden für Edelstein beim Abbau zu Ressourcen. Okay. Ja. Vielleicht sollten wir den einfach mal kaufen. 3 Stück sind auf Lager. Vielleicht nehmen wir da 2 mit. Dann wird unsere Beziehung ja sogar verbessert, aber nur minimal, ne? So, was haben wir hier? C34 ein Bergbausystem. Haha, schade, der wäre es gewesen. Den hätten wir auch gerne gehabt, ne? Das fortgeschrittene Handelssystem geht allerdings. Fortgeschrittenes Handelssystem. Sollen wir das mal kaufen? 213. Haben wir nur noch 70.000 dann über. Ah. Schwierig, ne? Was machen wir? Geschützkontrollsystem. Was haben wir noch? Verbessertes Handelssystem. Das einfache. Also jetzt ohne Handelsrouten. Das Hyperraum-Upgrade können wir noch nehmen. Das sollten wir auf jeden Fall auch noch mal kaufen. Was haben wir noch? Ein Standardhandelssystem? Nee. Schutzkontrollsystem, Traktorstrahl, Antriebsupgrade, Energie nach Schildkommandant, Geschützturm? Nee. Komm, wir zaubern noch das Handelssystem. Oh, das hat er sogar zweimal da, aber wir können nur einmal kaufen. Jetzt haben wir das Handelssystem gekauft. Gut. Hier war Sabbat, da geht nichts mehr. Und sonstiges ist Energieunterdrückungssatellit. Okay, Reisenquadrantenkarte. Okay, dann wird man die Karten sehen. Ne? Das ist vielleicht auch ganz interessant, aber nee, hier in diesem Bereich ist das jetzt, glaube ich, nicht von Bedeutung. So, das lassen wir weg. Wir entfernen uns hiervon. Und mit dem, was wir gerade gekauft haben, werden wir dann noch ein Schiff, denke ich mal, bauen. Bergbau. Warte, können wir nochmal gucken, ne, oder? Achso, hier können wir nichts sehen, ne? Füge Sitze hinzu. Okay, kann man da mit mehreren Leuten da steuern. Gut, das nicht. Ne, bei der Drohne geht das nicht. Da können wir jetzt nicht hier irgendwie reingucken, weil die hat ja keinen Platz hier. Dann geht das auch nicht.
Gut, dann würde ich aber sagen, kümmern wir uns da in der nächsten Folge drum. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch und Kommentare herzlich willkommen, genauso wie das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.